Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo über Microsoft Teams. Mein Name ist Florian Dovitscher, Mitarbeiter am Institut für digitale Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten Microsoft Teams überblicksmäßig für den schulischen Einsatz, speziell für die Unterstützung von Lernprozessen in einer Klasse, vorstellen. Beginnen werde ich mit dem Punkt, was ist Microsoft Teams und welche Vorteile bietet es? Bei Microsoft Teams handelt es sich um eine Plattform, die es Lehrkräften, Lernenden, aber auch Verwaltungspersonal innerhalb einer Schule ermöglicht, gemeinsam, also kollaborativ, an gewissen Themen zu arbeiten, Arbeitsabläufe effizienter zu organisieren und Schule zu verwalten. Welche Vorteile hat man nun mit Microsoft Teams? Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass die kollaborative Arbeit in abgesicherten Bereichen in sogenannten Teams erfolgt. Microsoft Teams kann plattformunabhängig, also auf Geräten mit Windows-Betriebssystem, iOS oder auch auf Geräten mit Android und Linux verwendet werden. Es kann sowohl in einem Browser als auch in der für Teams eigenständigen App verwendet werden. Für ein flüssiges Arbeiten mit einem vollen Umfang aller Funktionen empfiehlt sich die Arbeit in der hierfür vorgesehenen App. Achten Sie darauf, dass Sie bei Windows-Geräten jene App-Version für Beruf, Schule und Studium herunterladen und installieren. Im folgenden Video wird die Oberfläche eines Teams für die Arbeit mit Lernenden einer Schulklasse in der Teams-App beschrieben. Wie erstellt man nun ein Team in Microsoft Teams? Nachdem man sich bei der App mit dem Schulkonto angemeldet hat, erscheint die Oberfläche von Microsoft Teams. Hier werden alle bereits bestehenden Teams des jeweils angemeldeten Users angezeigt. In diesem Beispielvideo sieht man, dass bereits zwei Teams angelegt wurden. Je nach Schulstandort und gesetzten Voreinstellungen gibt es für das Anlegen von Teams verschiedene Möglichkeiten. An manchen Schulen werden alle Teams bei Bedarf zentral von einer hierfür zuständigen Person angelegt oder auch zu Schulbeginn für alle Gegenstände und Klassen automatisiert angelegt. An anderen Schulstandorten kann jede Lehrperson, aber auch jede lernende Person jederzeit ein Team für den eigenen Unterricht anlegen. Jede Möglichkeit hat entsprechende Vor- und Nachteile, auf die in diesem Video jedoch nicht eingegangen wird. Für das Anlegen eines Teams klickt man auf der Startseite von Teams im rechten oberen Bereich auf die Schaltfläche einem Team beitreten oder ein Team erstellen und wählt anschließend die Schaltfläche Team erstellen aus. Je nachdem, welche Art der Zusammenarbeit man benötigt, wählt man in diesem Auswahlfenster das entsprechende Team aus. Lehrende haben im Gegensatz zu Lernenden den speziellen Teams-Typ Kurs zur Auswahl, da hier spezielle Tools für die Arbeit mit Lernenden zur Auswahl stehen. Da hier das Team für die Arbeit in einer Klasse vorgestellt wird, wähle ich hier den Teams-Typ Kurs aus. Im anschließenden Fenster vergibt man den Namen des Teams. Es empfiehlt sich für den Schulstandort, dass Teams einheitlich nach einem gewissen Schema benannt werden. Erkundigen Sie sich vor dem Anlegen eines Teams, wie am entsprechenden Schulstandort die Teams benannt werden. In der Praxis hat sich die Variante Schuljahr, in diesem Beispiel Schuljahr 22/23, gefolgt von der Klasse, in diesem Beispiel nehmen wir die Klasse 2a, gefolgt von dem Gegenstand Mathematik, gefolgt vom Lehrerkürzel empfohlen. Anschließend klickt man auf die Schaltfläche Weiter. Im nächsten Schritt wählt man die Lernenden aus, die in diesem Team eingeschrieben werden sollen. Wenn es für die jeweiligen Klassen Gruppenverzeichnisse gibt, so kann man hier mit einem Klick eine ganze Klasse zum neu angelegten Team hinzufügen. In diesem Video wird das Hinzufügen von Lernenden übersprungen. Im nächsten Kapitel erkläre ich den Aufbau eines Teams. Jedes Team ist nach dem gleichen Schema aufgebaut. Im linken Bereich befinden sich die Kanäle. Standardmäßig wird ein Kanal mit dem Namen Allgemein angezeigt. Hier können nach Belieben mit einem Klick auf die drei Punkte, die sich neben dem Kursnamen befinden und dem Menüpunkt Kanal hinzufügen, weitere Kanäle hinzugefügt werden, um ein Team nach zum Beispiel gewissen Themenbereichen besser zu strukturieren.
Jeder Kanal beinhaltet standardmäßig die Bereiche Beiträge, Dateien und im rechten Bereich die Möglichkeit, Videokonferenzen zu planen oder auch direkt zu starten. Die Beiträge können ähnlich wie ein Forum für Diskussionen, aber auch für Ankündigungen verwendet werden. Dateien dienen der Ablage von Dateien, auf die von allen in einem Team eingeschriebenen Personen zugegriffen werden kann. Weitere Menüpunkte in einem Team vom Typ Kurs wäre das Klassennotizbuch. Hier kann ein Team mit einem OneNote-Notizbuch mit speziellen Eigenschaften für die Arbeit mit Lernenden erstellt werden. Zwei weitere wichtige Menüpunkte sind die Aufgaben und die Noten, auf die im nächsten Kapitel näher eingegangen wird. Kommen wir nun zum Aufgaben- und Notenmodul. Eine Besonderheit in einem Team vom Typ Kurs ist das Aufgaben- und Notenmodul. Dieses ist speziell für die Arbeit mit Lernenden gedacht, da hier den Lernenden Aufgaben gestellt, an einem Ort abgegeben, benotet und mit Feedback zurückgegeben werden kann. Auch Gruppenarbeiten können mit diesem Modul gestellt werden. Um eine neue Aufgabe zu erstellen, wählt man im linken Navigationsbereich den Menüpunkt Aufgabe aus und erstellt anschließend über die Schaltfläche Erstellen eine neue Aufgabe. Alternativ könnte man hier auch ein Quiz erstellen, welches je nach verwendeten Fragetypen auch automatisch korrigiert und benotet werden kann. In diesem Beispiel erstellen wir eine neue Aufgabe. Im oberen Bereich vergeben Sie einen passenden Namen für die Aufgabe. In diesem Beispiel verwenden wir den Namen MOOC Teams Aufgabe. Im Bereich Anweisungen erfassen Sie die konkrete Aufgabenstellung inklusive etwaiger benötigter Unterlagen. Im Bereich Rubriken können Sie für diese Aufgabe spezielle Bewertungskriterien festlegen. Der Bereich Punkte ermöglicht die Vergabe von vorher definierten Punkten, die danach im Menüpunkt Noten übersichtlich angezeigt werden können. Im unteren Bereich können Sie diese Aufgabe ausgewählten Lernenden bzw. Gruppen von Lernenden zuweisen, aber auch festlegen, bis wann eine Aufgabe zu erledigen ist und ob es möglich ist, eine Aufgabe verspätet abzugeben. Die Schaltfläche Bearbeiten lässt hier noch weitere Einstellungen zu. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Zuweisen wird die Aufgabe erstellt und den Lernenden zugewiesen. Im Menüpunkt Noten kann man sich einen Überblick über alle bisher abgegebenen und bewerteten Aufgaben anzeigen lassen. Voraussetzung ist, dass man bei den jeweiligen Aufgaben im Aufgabenmodul Punkte vorgesehen und vergeben hat. Welche Möglichkeiten gibt es, um in einem Team kollaborativ zu arbeiten? In einem Team gibt es mehrere Möglichkeiten, wie kollaborativ gearbeitet werden kann. Zum einen bietet sich der Bereich Beiträge an, um ähnlich wie in einem Forum Beiträge zu posten, aber auch mit der Möglichkeit, auf Beiträge zu antworten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Register Dateien gemeinsam an Dokumenten, Arbeitsmappen oder auch Präsentationen zu arbeiten. Hierbei sind keinerlei weitere Einstellungen erforderlich. Jede Person, die in einem Team eingeschrieben ist, kann Dateien bearbeiten. Lediglich im Kanal Allgemein befindet sich ein Ordner namens Kursmaterialien. In diesem Ordner können nur Lehrende Dateien bearbeiten. Wie man auch in weiteren Kanälen schreibgeschützte Ordner erstellen kann, entnehmen Sie dem nächsten Kapitel, wo es um weitere Hinweise und Anleitungen geht. Neben den Dateien befindet sich in jedem Kanal ein Pluszeichen. Hier können weitere Apps oder auch Links zu Webseiten hinzugefügt werden. Mit Hilfe des Whiteboards kann man kollaborativ ähnlich wie an einer Tafel Dinge notieren und strukturiert darstellen. Kommen wir nun zum letzten Kapitel, weitere Informationen. Microsoft Teams wird aufgrund der Popularität kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung führt dazu, dass neue Funktionen ergänzt und die Arbeit in einem Team vereinfacht wird. Eine detaillierte Anleitung zu allen Funktionen kann auf der folgenden Seite abgerufen werden.